Wenn ihr Lust habt, dann gut, aber was mit Puls, die Hände so ein bisschen komplett. Fast jeder, alles gut hat Inflation. Alles gut blinkt durch die Straßen. Alles gut gehört zur Konversation. Herr Jöcker, Montagabend, wir sind Backstage im Jofel. Die Kinder sind alle im Bett. Was machen Sie hier? Der Steffi hat mich eingeladen und gefragt, ob ich bereit wäre, das Fragezeichen hier darzustellen, also der unbekannte Prominente. Und ich musste aber doch nachdenken, weil mir war klar, also mit Kinderliedern kann ich hier nicht viel machen. Es mag, mögen die ein oder anderen Eltern hier sein, die die Lieder kennen. Und da ich ja zurzeit an meinem Album für Erwachsene arbeite, also das heißt, den Traum, den ich irgendwann mal ad acta gelegt habe, weil ich einen noch viel schöneren Traum erlebt habe mit den Kinderliedern, da nehme ich jetzt also die Spur wieder auf. Und da habe ich dann 4 Songs rausgenommen, die man schon vorführen kann. Bin nicht ganz textsicher, darum habe ich jetzt meinen Text und einen kleinen Notenständer dazu. Aber das kriegen wir da schon hin. Und das wird eine Premiere sein. Hier werde ich also in Münster, die Stadt, in der ich groß geworden bin, die ich liebe, da werde ich jetzt zum ersten Mal eben diese Songs vorstellen und dann auch ein erstes Feedback bekommen. Und da bin ich mal sehr gespannt. Und ich bin sehr aufgeregt, muss ich sagen. Also aufgeregter als beim Auftritt vor Kindern. Ja, wobei ich sagen muss, wenn man so richtig aufgeregt ist, das ist nicht gut. Aber so eine gewisse Nervosität, so ein bisschen so, wie klappt der erste Augenblick? Das ist bei Kindermusik genauso. Und hier ist es schon etwas Besonderes, weil 40 Jahre Kinderlieder singen ist das eine, aber dann mit erwachsenen Themen rüberkommen und auch ankommen, das ist jetzt tatsächlich ein Fragezeichen. Also von daher passt das gut. Was können Sie denn über Ihre Platte mit Erwachsenenmusik schon erzählen? Ach, ich kann schon über ganz interessante Erfahrungen sprechen. Es ist eine Reise durch die musikalischen Erlebnisse und Highlights, die ich erlebt habe in meinem Leben. Und dazu gehört Steely Dan, dazu gehört Santana. Ich liebe also südamerikanische Musik. Phil Collins finde ich auch und Genesis finde ich also super und die Gruppe Yes. Und viele dieser Stilistiken sind also in den 14 Kompositionen enthalten. Und so ist es eine bunte Reise durch die Musikgeschichte von Detlef Jöcker. Das ist, das gibt, das glaub ich vorher nie. Das Leben mit dir. In welchem Stadium ist das jetzt? Also wann wird das mal erscheinen? Ja, also ich hoffe im nächsten Frühjahr. Wir wollen das auch. Ich stelle jetzt die Band zusammen. Deshalb war es heute also ein super Erlebnis bei der Probe. Ich habe ja zum ersten Mal mit einer Band dorthin auf der Bühne gestanden. Und die haben das innerhalb von 3 Tagen eingeprobt. Also ich war total begeistert. Das heißt also, es wird live aufgeführt. Ich werde eine Band zusammenstellen. Und ich werde auch noch mal ins Studio gehen und einige Sachen neu singen. Das war eine ganz interessante Erfahrung. Ich war sehr zufrieden, habe aber gemerkt, dass im Laufe der Zeit ich mich auch noch weiterentwickelt habe, im Proben und im Üben. Und ich schätze, dass wir Anfang des Jahres dann auf Tournee gehen. Das heißt, wir werden das erstmal testen, vielleicht sogar auch hier im etwas kleineren Rahmen. Aber das Schöne ist, ich bin da ja ganz relaxed und gelassen. Ich muss das ja nicht haben, sondern es ist eine Leidenschaft zu mir und ich glaube, dass es gut ist. Und ja, schauen wir mal. Heute ist eine erste Bewährungsprobe. Letzte Frage, welche Verbindung gibt es zu Steffi Stephan? Ja, Steffi kenne ich seit 15 Jahren. Mit 15, da war ich in der Pubertät. Ich war kein Kind mehr, ich war auch kein Junge. Ich durfte mir die Haare nicht lang wachsen lassen. Ich war Beatles-Fan, ich war richtig unzufrieden mit meinem Zuhause und habe aber schon meine ersten Kompositionen gemacht. Weil ich wollte das auch. Ich wollte auch so berühmt werden wie die Beatles. Das war also das Ziel, das kleinere Ziel. Und dann war mir klar, ich muss von zu Hause abhauen. Und dann fehlte mir aber das Geld. Und ich hatte aber eine Orgel, die habe ich mir zum Teil dann auch durch
Geld vorher zusammengespart, meine Eltern haben auch noch geholfen. Und die habe ich, Steffi wusste das natürlich nicht, die habe ich dem Steffi dann verkauft. Und da habe ich 400 D-Mark bekommen. Das war damals sehr, sehr viel Geld. Steffi war froh, dass er eine gute Orgel hatte. Ich war froh, dass ich das Geld hatte. Und dann sind wir nach London gefahren und haben dort in einer Rail Station, in einer Telefonzelle mit einem Mikrofon, da konnte man Geburtstagsgrüße singen, dann kam hinten eine Single raus, haben wir dann drei Singles gebrannt, haben die dann Schallplattenfirma von den Rolling Stones dann geschickt und hatten dort auch eine postalische Adresse, da kam aber nichts zurück und dann ist unsere Karriere, dann hat es doch nicht geklappt, sonst wäre Steffi maßgeblich daran beteiligt gewesen. Ich kenne ihn aber auch als Musiker, als fantastischen Bassisten aus dieser Zeit, ein großes Vorbild von mir. Ich habe ja auch Bass gespielt und habe dann auch erlebt, wie hier für die Tour, die erste Tour mit Udo Lindenberg, wie hier in Münster geprobt wurde und ich durfte also mit dabei sein und kann ganz viele Geschichten zum Thema Lindenberg erzählen. Alles klar, vielen Dank und viel Spaß heute Abend. Ja, Mit mir.